Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, ich weiß, ist schon wieder ein paar Tage her. Bin ich mir bewusst drüber. Tut mir leid, Leute. Zeit ist für mich aktuell leider irgendwie ein sehr rares Gut. Aber ich denke, wir kriegen das trotzdem alles hin, denke ich. Ja, also wir kriegen auf jeden Fall schon mal nicht genug Saft. Da sollten wir uns dann doch irgendwas überlegen. Hier sollten wir wahrscheinlich das Verrottende mal ausschalten. Und wir sollten wahrscheinlich hiervon eine Kopie bauen in der Hoffnung, dass wir mehr Strom kriegen. Das ist ziemlich kritisch sonst. Unsere Ressourcen sind auch ziemlich kritisch, sehe ich gerade. Wir haben zwar jetzt einiges an Essen, aber Stahl und Co. sind dann doch ein kleines Problem. 89 ist definitiv nicht genug. Das eine Paket Bauteile können wir abbauen. Mehr Stahl. Das sind Bauteile und ein Skelett. Bauteile. Bauteile. So langsam wird's dann haarig. Haben wir schon alles. Okay. Dann schleunigen wir den Spaß doch mal. Schicken wir euch mal weg. Wir können für euch leider nichts tun. Da ist ein Häuptling gestorben. Strom, Stromkabel. Nach da. Dang it. Das funktioniert so nicht. Eins weiter oben. Okay, das funktioniert. Das dürfte uns dann Strom gewähren, sofern wir genug Stahl zusammenkriegen. Der Hase kann wieder laufen. Der Hase kann auch wieder laufen. Der Truthahn kann wieder laufen. Bedürfnis, Körper, Nahrungsmangel. Das Hydrokulturbecken ist defekt. Wir kriegen zumindest wieder so ein bisschen Strom rein. Cool. So, ich denke, wir sollten mal gucken. Diverses Funkanlage. Vielleicht können wir damit handeln. Und ein orbitales Funkfeuer. Nach dort. Dann brechen wir mal noch das da ab. Das können wir zur Not immer noch bauen. Party ist mir Wurst. Die können wir noch abbauen. Neurotrainer. Aufschieben. Und ein verrücktes Tier. Ups, dang it.
Du, okay. Dich sollten wir killen können. Kein Thema. Blödes Viech. Nein, Stimpy, verteidige dich. Okay. Alles gut überstanden. Dich können wir auch noch abbauen. Du bist zusammengebrochen. Das Muffalo ist wieder fit. Ich denke, wir sollten jetzt einfach mal die Sachen hier verbieten und ausschalten. Das sollte uns zumindest einen kleinen Elektrobonus bieten. Störung Batterie. Das haben wir ja schon mitbekommen. So, wir kriegen wieder ein bisschen Energie rein. Unser Futter wächst. Stahl kommt rein. Okay. So, dann sollten wir eine Lagerzone erstellen. Auf die Lagerzone lagern wir Heu. Also, verbieten erstmal alles. Heu. Das ist dann sozusagen die Fütterungsecke. So, und jetzt bräuchten wir irgendjemanden mit einer hohen Sozial. Das ist Arzt, Aufsehen. Sozial 7, Sozial 7. 3, 2, 1. Ha! Okay, Lynn. Okay, das ist keine Option. Keine Option. Keine Option. Kein Strom. Die Konföderierten. Keine Option. Und Machete ist aktuell auch keine Option, weil wenn du das Angebot bla, sende eine Karawane. Wir haben 500 Silber, kaum Stahl. Ja, uncool. Aber irgendwie wahrscheinlich machbar. Befehle abbauen. Gucken wir mal, ob wir da von dem Stahl noch was kriegen. Die Bauteile. Das und das. Neue Tiere sind angekommen, das heißt, der Regen scheint weg zu sein. Muffalo, 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 Muffalo. Oder ich schicke die einfach generell ins Tiergebiet. Dann können die sich wieder frei bewegen. Prothesenhändler, Kühlung ist defekt. Lynn war unsere Soziale, ja.
Verkaufen kann man dir vermutlich nichts aktuell. Nee. Außerdem bräuchten wir dafür wahrscheinlich. Das hier. Damit wir die Sachen auch verticken können. Ja, Turbo-Modus läuft. Prozent gewachsen. Die Tiere sind alle unterwegs und suchen sich Futter. Sehr gut. Okay. So. Unser einziges Problem ist jetzt nur noch der Stahl. Eichhörnchen wurde zahm. Nice. Was hast du für ein Bedürfnis? Hitzeschlag, ist es so warm? Oh ja, ist es. Und Risikozusammenbruch, keine Forschung, zerrissene Kleidung. Inventar. Habe ich irgendwas erzwungen? Wirkt nicht so. Okay. Unser erstes Heu ist zusammengetragen. Okay, Stahlreserven. Vierhundert Stahl. So viel haben wir zwar aktuell noch nicht, aber da arbeiten wir dran. Schon wieder ein Prothesenhändler. Bringt mir nur leider nicht viel. Düdüb. 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 So. Produktion von Heu läuft. Sehr schön. Senden wir die nochmal away. Der giftige Niederschlag scheint noch zu laufen. Okay, dann sollten wir die Tiere wahrscheinlich wieder alle zurückholen. Zu Tiergebiet 2. Nicht, dass die uns abnippeln. Das wäre ungünstig. Wie läuft das hier? 250 von 400. Bauteile, Bauteile. Hungerndes Tier, Kalypso. Wir sollten wahrscheinlich dann die Lagerzone hier noch auf kritisch setzen. Die hier auf wichtig. Die sitzt auf niedrig. Okay. Gefängnisausbruch. Los, nimm ihn gefangen. Los, Braun. Okay, währenddessen, Lynn. Du greifst bitte Hakuja an, bevor die abhaut. Oh no. Du bist Trottel. Nahkampf. Retten. Los, macht schon. Du kannst die fangen, du kannst den fangen.
So. Okay. Fortschritt. Das war gerade ein ganz kleines bisschen haarig. So, ihr seid frei. Tut, was auch immer ihr möchtet. Nahrung wird aktuell ein wenig gruselig. Dich kann man jagen. Großer Grizzlybär. Das wäre relativ viel Arbeit, könnte sich aber potenziell auch lohnen. Okay, wir haben mehr Energieproduktion. Nice. Steigen unsere Reserven? Nein, leider nicht. Was hast du jetzt vor? Kauernd. Ist ja auch egal, los, nimm den mit. Braun hat Hunger, Braun holt sich Essen. Gut, dann kommt mal vorbei. Dann baut ihr mal noch den Stahl ab. So, wie ging das jetzt mit den Besucherzonen? Diverses vielleicht? Die sind alle belegt. Gerade nutzlos. Oh, und Stimpy. Dann schnappen wir uns. Wer war der andere? Grumpy. Ah, okay. Grumpy. Geh und handle. Habt ihr Stahl? Nein. Aber wir können die Sachen hier verticken. Weg, weg, weg. Weg, weg. Und. Die zwei behalten wir, den behalten wir. Die Mollys können weg. Kräutermedizin behalten wir auch. Pemmikan könnte man noch kaufen. Machen wir noch das. So. Stahlproduktion läuft. Dich kann man noch jagen. Was ist das? Placed by visitors during their stay. Dich kann man jagen. Du bist noch nicht verdorben. Und du? Ist fast verdorben. Ein einsames Alpaka. Brand. Ach, Gott sei Dank, der blöde giftige Niederschlag ist weg. Gut, dann seid frei, Tiere. Seid frei. Thema Nahrungsmangel. Okay, Tief ist wieder fit. Lynn ist wieder fit. Uff. Also so langsam wird's schwierig für uns. Arbeit. Wer von euch ist denn träger? Eigentlich jeder, bis auf unsere Forscherin. Du bist gezähmt, ne? Ja. Was können wir denn aktuell? Ups.
Das war jetzt reflexhaft der falsche Knopf. Forschen. Teppich, Teufelsgarn. Raffinieren. Mechanik. Was bietest du uns? Schusswaffen und andere Maschinen. Transportkapseln. Tiefenbohrung, was machst du? Ah, dieses Ding, okay, also brauchen wir wahrscheinlich einen wertvolle Materialien in nahegelegenen Gebieten sucht. Okay, dann forschen wir doch mal das Ding. Okay. Oh. Ihr seid auch alle wieder fit. Produktion für Strom läuft. So, der Stahl hier oben ist jetzt leider auch aufgebraucht. So, bist du tot? Noch nicht ganz. Besucher. Nur einer. Okay. Und seltene Thrombos. Ich bin ja irgendwie verleitet, aber das ist immer keine so gute Idee, die Thrombos zu attackieren. Vielleicht könnte man ja jetzt mal für die Produktion Fermentierfass, okay. Eine Tool Construction Bench bauen. Es stellt sich heraus, dass der Right Tool for the Job Mod, den ich letzte Season gerne benutzt habe, tatsächlich eigentlich auch noch funktioniert, dass es einfach nur als inkompatibel angezeigt wird. Dementsprechend machen wir das doch mal. Advanced Toolbelt braucht ein Drill, eine Chainsaw, ein Autohammer. Drill, Chainsaw, Autohammer. Der Drill braucht 75 plus Stahl. Oh, ich habe gerade ein bisschen einen Schluck auf. Die Chainsaw braucht 75 plus Stahl und der Autohammer braucht 75 plus Stahl. Dementsprechend ist das aktuell wahrscheinlich noch keine Option. Okay, dann sollten wir vielleicht tatsächlich nein, nicht Trockenfutter. Herdaufgaben. Wo muss es da vielleicht mal ganz nach oben? Das dürfte uns eine gewisse Menge Nein, Kalypso. Rette Kalypso. Ach so, die Tiere sind noch eingesperrt. Ja dann. Lassen wir die Tiere mal doch noch schnell frei. So, wir sollten jetzt in der Theorie genug Pemmikan herstellen können, um ein paar Tage außerhalb zu überleben. Wenn ich mir mal nochmal die Welt anschaue. Da könnte man wahrscheinlich ganz gut hinreisen. Kleiner bewachter Außenposten. Ich denke, das ist dann der nächste Schritt, dahin zu reisen. Das dauert wie lange?
Man weiß es nicht. Forschungsmenü. Dann wollen wir die Mechanik für die Waffenbanken. Ja. Nahrungsproduktion läuft. Oberste Priorität ist das Essen. Du kannst gejagt werden, du kannst gejagt werden, du kannst gejagt werden. Die Schildkröte kann gejagt werden. Ich bin ganz dankbar, dass die Tiere nach einer Weile respawnen. Sonst hätten wir jetzt echt ein großes Problem. Da ist was unterwegs. Du bist nicht von mir, du bist nicht von mir. Hallo. Ach, gosh dang it. Jagen. Euch auch alle jagen. Dich jagen. Und dich jagen. Und dich jagen. So. Okay, das ist der erste Part der Nahrungsversorgung, das Fleisch. Damit kriegen wir dann Dörrfleisch rein. Die nächste Frage wäre dann, in der Theorie bräuchten wir noch mehr Stahl. Wir könnten einfach mal den Abbaubefehl benutzen und hier Streifen reinschneiden. Dann sehen wir auf jeden Fall, wo es was zu holen gibt und wo nicht. Natürlich hier die restliche Jade. So, Stimpy ist unterwegs. Owen macht auch, was er tun soll. Okay. Gebiet freigelegt. Nur so ein einzelnes Loch. Okay. Nahrungsmittelproduktion ist wieder auf Vordermann gebracht. Sind wir vorerst sicher, was das angeht. Wie läuft unsere Mechanikforschung? Halbwegs okay, dann können wir die Tool Construction Workbench wieder abreißen. Okay. So, aber ich glaube, großartig viel mehr kriegen wir dann jetzt auch nicht mehr gebacken. Ah. Komprimierte Bauteile. Cool. Ich denke, es wäre dann genug für heute. Wie gesagt, wir sind dann jetzt optionentechnisch ein bisschen eingeschränkt. Alle unsere Ressourcen müssten, dürften, werden dann jetzt vermutlich in unsere Exkursion fließen. Wir hätten außerdem die Option, diese vier Dinger wieder zu erlauben und einzuschalten. Ratte rächt sich. Problem gelöst. Hakuja ist zusammengebrochen. Gefängnis. Kriegt aber Essen. Also kein Thema. Nice. So, ja, wie gesagt, ich denke, das wär's dann soweit für heute.
Und dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dann, wie immer, von mir. Bye, Leute.